Wollen wir Gewitter im Kopf uns reinziehen? Ja, komm, scheiß Willkommen drauf. beim neuen Video auf unserem YouTube-Kanal, Freunde. Gewitter Weil im das Kopf letzte oder Wish-Video Klassenklassenfahrt? vorhin Und so danach übertrieben will gut ich abgeht, haben zocken. wir Ihr uns müsst mir bis gedacht, dahin wir ins direkt Server. weiter. Das dauert bei Wish ein bisschen, bis die Sachen ankommen. Aber Paar wie ihr seht, Monate, ne? ich war wieder fleißig und hab dir ein paar schöne Sachen bestellt. Ha! Den Werkzeugkoffer, den brauchen wir erstmal nicht. Nicht wundern, warum der da steht, aber wir Okay. werden ihn vielleicht später brauchen. Du darfst dir wie Wir immer machen mal doppelten aussuchen, Speed, womit du oder? gerne anfangen möchtest. Komm, nehme ich mal das hier. Achso, okay, da sind sogar so Noppen drin, ne? Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz dein Handy holen. Nein! Warte kurz. Aber was ist das? Was denkst du denn? Tim, du Was? hast die. Oh, das ist eine fucking Taschenmuschi rein in die Hasen. Ich war wohl dich schon daran befriedigt. Nein. Doch, hast du. Nein. Das ist ja nicht für mich. Oh, Digga, ich will das haben. Ich will Willst da du mein, sagen? ich will da Ja, so das sehr sind meinen Dödel eigentlich für reinstecken, Hunde, Alter. um die Pfoten zu Kennt ihr machen. das, wenn ihr so ein Loch seht und einfach denkt, nice, da muss ich jetzt meinen Schwanz reinstecken? Ich nicht. Passieren. Echt? Soll ich Glaubst du dann wirklich, das dass der erst? Henry das angenehm Ich findet? weiß es nicht. Es ist tatsächlich ein Der bisschen Gummi, eng, ne? ne? Ich glaube, da kamen noch einige andere Aua, Sachen. wow, wow, wow! Einige andere Sachen Schieb da mit nicht dein Penis rein. Ja, wenn der Handy, das ist ja Handy spielst, wenn ich meins. Okay, und Was weiter ist denn geht's. das? So, was ist, haben wir denn hier schönes? Schöner? Was soll denn der Hund damit machen? Was ist das für ein Spielzeug, Digga? Was soll denn der Hund damit anfangen? Also, kannst du tatsächlich das jetzt Nein, machen? Ich nehme das zuerst. Nimm mal das an. Hä? Oh, du kannst mich doch nicht boxen. Okay. Ich kann dich auch ficken. Was Klar. soll denn der. Ich würde mich nicht wundern, wenn du das schon gemacht hättest. Naja, du weißt es ja nicht mehr. What the fuck? Ist das ein Tresor? What the fuck? Ja. Dieser Tresor hat 20 Euro gekostet. Und ich dachte mir, das ist er. Das sieht ja aus wie so ein Kinderspielzeug. Das ist der Tresor. Wie auf geht jeden der Fall auf? Dachte ich mir, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der aufgeht. Das ist der Werkzeugkoffer, so. Weil ich dachte mir, wir versuchen mal, wie stabil der ist. Ja, Bro, der hat 20 Euro gekostet, der wird nicht stabil sein. Das ist eh nicht schwer. Ich habe Angst, dass gleich was durch die Gegend fliegt. Ich gehe mal lieber in Deckung. Ja, aber warte, man muss den doch irgendwie auf legalen Weg aufkriegen können. Arsch! Ich werde freuen, ich treffe zuerst meine Finger. Digga, was ist das für ein Video, was ich hier wir schaue? Das später verschieben. Halt dein Maul! Wir müssen es ja nicht jetzt machen, oder? Da kommt die kriminelle Energie hoch, Alter. Ich kaputt machen. Es geht nicht, Jan. Das ist halt verbogen ein bisschen, ne? Letzter Versuch, wie geht diese Zange auf? Wer hat Bock auf ein Handwerksformat von uns beiden? Niemand, wirklich niemand. Oh, es hat geklappt. Sollen wir mal von hier oben das Hund auf die Straße schmeißen? Ist der bestimmt offen. Du bescheuert? Such dir das. Digga, komplett, die werden auch wahnsinnig, die beiden, Alter. Hier ist doch im Sommer immer so warm. Ja. Und dann habe ich dir, das ist so was ganz Neues aus Hongkong, anmachen und dir um den Hals machen, dann hast du immer zwei Ventilatoren, die dir ins Gesicht blasen. Alter, ist das dumm. Das ist schon eine geile Erfahrung. Alter, ist das dumm. Und? Nee, also da. Was denn? Bringt's nichts? Nein. Wie nein? Darf ich's mal probieren? Ja. Es explodiert! Hä? Du scheiß Hilf-mir-Darsteller. Ja, ist doch voll angenehm für den Sommer, wenn du so durch die Gegend läufst. Und Alter, das sieht ja nicht nur saubeschissen aus, sondern hat ja auch überhaupt keinen Zweck. So? Hä, findest du es doof? Ja. Ja, ich absolut. Ich hab ohne Scheiß gedacht, dass Digga, du es richtig nice findest. Das hat unsere Busfahrerin immer an, Junge. Deine Busfahrerin trägt wahrscheinlich auch einen Helm beim Busfahren, Alter, wenn die sowas anzieht. Was würdest du dem Produkt geben? Junge, Na, Junge, nice. Junge, was für eine Duft? Scheiße, Alter. Was ja, für eine Scheiße, Digga. Scheiß. Ich find's nice. Okay. Weiter geht's. Das ist schon ausgepackt. Ja. Ist das einzeln? Ja. Was ist das? Was denkst du denn, was es ist? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man das auf irgend so ein Ding drauf macht und das damit drehen kann, als Küchending. Worauf kann man es drehen? Auf einer Schüssel und dann schneidet das irgendwie. Also ganz ehrlich. Das ist quasi für diese Ananas da. Achso, das funktioniert nicht. Das ja. funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht. Mein Nachbar hat sich damit beide Hände abgeschnitten. Kannst du Ding nach unten Nein, wirklich kannst jetzt. Das funktioniert Real Talk nicht. Das geht immer in die Hose. Das klappt nicht, das klappt nicht. Ich habe das auch schon mal gehabt, so ein Ding. Das ist so ein Bullshit. Das funktioniert nicht, Mann. So, Freunde, und damit herzlich willkommen zum großen Wish-Produktetest. Wir haben einen Tag Pause. Wir haben einfach 10 Minuten gedreht und keinen Bock mehr gehabt. Ah ja. Pause gemacht, weil wir uns erstmal genau, erholen wir mussten. Genau, gestern unterbrechen. Ich habe nämlich spontan Durchfall bekommen und deswegen müssen wir leider heute weiter ansetzen. Okay. Passiert schon mal. Alright. Wir haben ja dieses Ding schon bewertet gehabt. Deine Bewertung war ja. Das funktioniert niemals, ja, Digga. Das sieht natürlich auch Komm, dir so dreh jetzt das Ding da rein. Geht, ne? Dreh das Ding jetzt da rein. Ey, warum geht das jetzt? Wenn man einmal den Anfang hat, dann guck, wie gut ja, man vielleicht ist. War Hä? Das ich würde dem 8 Punkte geben. Na! Warte doch mal, du musst erstmal rausziehen, Bro. Ja. Alter. Das mache ich mit deinem Gehirn. Was? Was habe ich denn damals falsch gemacht? Aber du hast zugegeben, dass ich eins habe. Verbale Ticks sagen halt meistens auch die Unwahrheit, also. Nee. Ich spüre das an meinen Fingern, du bist ungefähr hier gerade. Ach ja, du spürst es, du bist geil drauf, ne? Ja. Mach weiter. Boah, da habe ich immer irgendwas falsch gemacht, Alter. Ach so, einer bist du halt so. Das kann doch nicht sein, dass ich so dumm bin. Bist durch. Guck mal, ob du es rausziehen kannst. Du bist schon durch. Du bist schon durch. Ja.
Es geht immer weiter. Nein, du hast schon die anderen. Das geht weiter. Du hast dich schon durchbohrt. Du hast dich schon durchbohrt. Und siehe da. Halt's Maul, Alter. Also ganz ehrlich, da kann irgendwas nicht stimmen. Dann haben die irgendein anderes Produkt als ich, Digga. Tut mir leid. Heilige Mutter in meinem Arschloch. Heilige Mutter in meinem Arschloch. Ja. Oh Gott. Also das ist echt gut für mich. Also tut mir leid, Chat. Nein. Das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an mir. Oh, was macht er jetzt schon wieder, Alter? Digga, die Durchfallpresse. Nee, siehst du, da ist nicht mal eine Delle drin. Vielleicht, wenn man von vorne draufschlägt. Alter, natürlich muss man eine Tür... Ach, Digga, Tim. Ich muss hier auf dem Untergrund machen, weil ich hab Angst, die Arbeit nicht zurückgeht. Konsti, Digga, danke für deine 10 Euro mit der Donation. Vibe ist scheiße. Bruder, du sagst es, danke für den 10er. Kuss auf dein Auge, Mann. Jetzt, wenn man quasi so eine Ananas hat, ist es ja nur die Frage der Zeit, bis Fruchtfliegen auftauchen. Dafür habe ich Folgendes gekauft. Ach du Scheiße, Thema, Alter, also Meister der Überleitungen. Geholt. Genau, das stellt man so hin und dann soll sich das drehen und dann sollen die Fliegen dadurch abgeschreckt werden. Das ist eine automatische Peitsche für SM-Liebhaber, Digga. Oh, ich habe es, glaube ich, gerade kaputt gemacht. Wie? Ich habe aus Versehen dran gezogen. Spasti. Oh nein, Digga. Niemand, danke schön für deinen Sub. Dog, Nika, ja. Danke schön für die Subs. Ich glaube, das kann man wieder reinstecken. Oh, Bro, als ob du so turbo-lost bist. Also. Normalerweise soll sich das so drehen und die fliegen ab. Genau, da ist sich leider, ich tue es nochmal andersrum rein. Gut, da sich leider gar nichts tut. Mhm. Ja, also ist ein super Produkt. Dieses Wischprodukt kriegt 0 Punkte, es ist einfach nur Plastikmüll. Digga, was für ein Scam, Alter. Was für ein scheiß Scam. Also habe ich ein wunderschönes T-Shirt gekauft. Ach, Junge. Wie sich das schon anfühlt. Das ist ja nur Plastik. Was ist denn da drauf? Das ist irgendwie komisch, weil ach, wenn man trockene Haut hat, bleibt man daran hängen direkt. Bro, wer zieht denn, also Digga, wer zieht denn so einen Scheiß an, Junge? Bro, 10er, wenn ich da mit Justin irgendwann in der Innenstadt rumsitze. Das ist die neue Peso-Kollektion übrigens hier, Leute. Was ist das? Wilder Drip. Was ist das für ein Stoff? Auf Ferrero, der Ferrero-Drip, Digga. Wenn du das einmal wäschst, dann ist es komplett kaputt. Fresh! Einbruch! Ich weiß nicht mehr, was in den restlichen Sachen drin ist. Das ist ein bisschen eng, das Shirt, ne, du kleiner Fettsack. Aber wir werden es herausfinden. Ach, das habe ich uns einfach für so bestellt. Das ist so eine Maske, so um die Augen zu verbinden. Die hat. Ja, das habe ich schon erkannt. Eigentlich ziemlich nett. Sie steht hier auf jeden Fall. Eine Pepe-Maske! Das ist eine Pepe-Maske! Eine Pipo-Maske! Das ist eine Investition, Bro! Das ist eine fucking Investition! Holy shit, Bro! Holy shit, Digga! Das ist eine Investition, Mann! Richtig krank auch! Und der weiß bestimmt nicht mal, was das ist. Jetzt haben wir Hitler, ich fang hiermit an. Du darfst das Nutella-Ding auch rausziehen, wenn du möchtest, ne? Ich finde das schön irgendwie. Ach ja, dann. Also wir haben noch zwei kleinere, ein größeres und ein ganz großes Paket. Kannst du dir vorstellen, für was das ist? Das ein Schwamm. Ja, angeblich soll man damit Haare wegmachen können. Was für Haare? Haare wegradieren können. Und nein. Kann man davon Hautkrankheiten kriegen? Man kriegt davon instant Hautkrebs, Bro. Das funktioniert halt ohne Scheiß, ne? Hä? Okay, ich muss sagen, bei dem Radierer... Du brauchst deine Augenbraue ja nicht. Alter, der sollte mal bitte das Arschloch damit sauber machen. Alter, das sind meine Haare, nicht meine Augenbrauen! Nein. Ja, das Alter, bitte! Nicht. Das sieht aus wie mein Vater. Geh das schon weg, geh das Das ist echt weggegangen. Warte, guck mal, meine Augenbrauen abgehen, das will ich mal wissen, aber nur ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen. Was? Bitte, okay, bitte, bitte. Gut, den dreh dich hin, nee. Lass entspannt, ich mache es an der Seite ganz, ganz leicht. Moment, man sieht noch nichts. Ja, die gehen weg. Echt jetzt? Ich Alter. Jetzt auch. Der hätte durchziehen sollen, der hätte sagen müssen nein und dann wären die einfach komplett weg. Ganz bisschen gehen die weg. Denkst du, Bauchhaare gehen davon auch weg? Ja. Digga, jetzt rasiert er sich hier den Schwanz in dem Video, wie eklig, Alter. Das kann ich mir gut vorstellen. Halt's danach am besten noch ganz woanders hin. Nee, ich glaube, die sind zu hart. Aber weißt du, was hart ist? Ha! Okay. Wir sind hier am Arbeiten. Okay, Du bist kleiner und schwächer, das wäre viel witziger. Bah, du kannst mich nicht ablecken, wir haben Corona. Nein, ich habe kein Corona. Wir haben Corona, ah ja. Du überlegst, dass du damit einfach nur ein bisschen am Pool liegst oder so und dann einfach so abgekühlt wirst. Das ist ja auch gar nicht peinlich. Warum ist das denn peinlich? Ich find's cool. Ich sag dir, es ist gar nicht peinlich. Was gibst du? Ich geb dem Haaradierer 5 Punkte. Das lassen wir auch, wenn man das ist auch für den Hund. Das ist für den Hund. Das ist eine Hundezahnbürste. Ich habe gedacht, das ist eine Zahnbürste to go für Menschen. Ja, das ist ein Hund, da machst du Alter. So, da kannst du also das Ding ist, meine Wurstfinger passen da nicht rein. Ich mach's höchstens mit dem kleinen Finger. Dann machen wir nochmal so... Jungs, weil ihr beide zu fett geworden seid einfach. Tiergadgets von Wish. Wenn ihr da Bock drauf habt, Leute, dann machen wir das auf jeden Fall. Wisst ihr, worauf der Tim beim Sex steht? Was? Hm. Ja, hinter seinem Ohr ist ja geil. Also, Digga, das ist...
Es wird immer seltsamer. Das soll der Henry eigentlich noch in den Mund kriegen, der Arme. Damit könnte man auch gut ins Arschloch gehen. Das ist richtig, ja. Bah. Das ist richtig. Schön Weichmacher. Oh, Digga. Junge. Kann das bitte jemand editieren und immer so einen Vive-Kopf da reinziehen? Der macht aber bereitwillig das Maul auf. Das muss man ihm lassen. Also, Thema hat Bock. Nicht beißen. Doc, aka, okay, ich check später mal. Danke, also ich Adam. Ich sag ehrlich, als Zahnbürste to go ist es nicht schlecht. Also, ganz ehrlich, das ist gigantisch. In der Loge steche ich damit kleine Kinder ab. In der Loge. Bitte was? Loge? In der Loge. Oh, in der Loge. Okay, also, wir werden das. Kannst du es mal abmachen und das danach deinem Muttertasche geben? Wir werden das Ganze an Henry testen. Falls du Bock auf einen Wish. Safe hat der Hund jetzt Bock, sich damit die Zähne putzen zu lassen, nachdem du das in der Müllmaul gehabt hast, Alter. Wenn man nur mit Henry hat, dann machen wir das nochmal. Wish! Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ah. Machst du Werbeunterbrechung? Ja. Das ist das Problem, Leute. Mit diesem Content, den wir gerade machen, finanzieren wir seine Bombay Sapphire-Sucht, seine Alkoholsucht, Digga. Übrigens, Bombay Sapphire, guter Gin, aber komplett overrated, Alter. Komplett overrated. Gibt sehr viel besseren Gin. Und die Leute, die damit drippen, die Flasche kostet 20 Euro. Digga. Also, Justin, dass du die auf dem Instagram-Foto gehabt hast. Kinderpipi. Jetzt zu diesem tollen Ding hier. Ist immer lustig, wenn ich diese Videos mache, merke ich aber, wie viel eigentlich gar nicht angekommen ist. Was denkst du, ist das? Was ist das? Ist das irgendwie... Das ist ein Sexspielzeug. Um ein Kind bei sich festzumachen, damit das nicht so weit weglaufen kann. Alter. Das ist wirklich für Kinder. Digga, ist das dumm. Also... Wer macht denn sowas an sein Kind dran? Du nimmst das Ding jetzt? Ja. Ja, Bro, wenn du in Belgien wohnst, brauchst du sowas, maybe, sonst zwackt sie irgendwer ab. Ich sag's, wie es ist. Ah, geil. Ja, jeder macht eine Seite fest. Das passt aber kommt nicht an die Hand. Das passt doch nicht durch unser Handgelenk durch. Doch, du kannst es aufmachen. Guck so. Na komm! Was ist eigentlich, wenn das Kind Alter. So intelligent ist und herausfindet, wie man das abmacht? Das wird eigentlich muss man dem Kind dann zwei davon anmachen. Stell dir mal vor, das Kind ist so intelligent. Das sind eigentlich Handschellen von der kolumbianischen Polizei, Digga. Die haben nur ein schönes Design. Kennt das auf dem Weg einfach einen Hund, das dran macht. Und du läufst jetzt mit dem Hund durch die Gegend. Mir gefällt das. Na komm! Ciao. Ja, komm! Kannst du bitte dieses Spielzeug weg tun? Wo gehen wir denn jetzt hin? In die Kammer der Freude. Ja, okay, wir können zurück in die Küche gehen. War genug dann, ne? Was machst du? Also, Bro, das... Es regnet. Es regnet. Oh, no. Oh, shit. Oh, nein. Alter, lass mich rein. Es ist voll am... Lass mich rein! Imagine, das ist dein Job, du musst mit dem drehen. Jetzt ohne Witz, ich hab keine Jacke an. Oh, und ich hab mein Handy in der Hand. Nice, Bro, nice, das lieben wir. Mit dieser Handschelle. Nein, bitte nicht. Ich komm da nicht hin. Ich mach das jetzt ab. Ich mach die Tür auf. Okay. Also, Junge. Jetzt nachdem wir das Gadget umschweifen getestet haben, würde ich schon sagen, dass es was bringt. Also du kannst dein Kind auf jeden Fall daran mit... Und den Tim auch. Du Alter, was ist denn mit seinem... Alles in dem Traum, also, denn du bist ein Krieger. Und wenn ihr... Nice reingekieter Nebel, Bro, auf jeden Fall. Ihr denkt, du hast jetzt schon alles gesehen oder ihr hättet jetzt schon alles gesehen. Ich habe noch was ganz, ganz Besonderes vorbereitet. Ist alles okay? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Es wird ja immer schlimmer, es wird ja immer schlimmer. Soll ich es nochmal holen? Ja, was ist denn los, da los? Los, bau das Zelt auf. Tim, Zelt bauen. Du hast schon gesehen, wie es aussieht, aber du weißt nicht, was es ist, oder? Alter. Ich habe keine Ahnung, dass es eine Sauna sein soll. Schnell überrasch mich. Vielleicht ist es ja eine Sauna, man weiß es nicht. So, Freunde, das ist unser letztes Gadget. Die Dinger sind so dumm, die sind so dumm. Es ist eine Sauna. Und ich glaube, dass das die Fußmatte für davor ist,
und der Stuhl dazu ist da drinne. Ach, boah, das riecht aber sowas von nach Weichmacher. Das ist hier der Campingstuhl. Man setzt sich quasi mit dem... Dieser Stuhl ist für Kleinwüchsige. Guckt mal, wie klein dieser Stuhl ist. Der Stuhl ist so lächerlich klein. Dieser Stuhl ist so klein. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, habt ihr schon mal so einen dummen und kleinen Müllstuhl gesehen? Im Campingstuhl. Das ist der kleinste Stuhl der Welt! Das ist der kleinste Stuhl der Welt, Digga! Nein, nein. Der bricht selbst zusammen! Oh, Junge! Oh, jetzt lässt natürlich seine Kle- Oh, fuck! Wie sitzt du sich auf diesen Kerl? Muss man. Scheiße, Bro! Was ist das? Genau. Digga, einfach Ku Klux Klan auf Wish bestellt mit rosa Kapuze. Wie das zugeht, vielleicht muss ich es hier dran machen. Digga, das ist ein Stuhl für Julian Bam, Alter. Also, ich bin mir sicher, dass man hier drin auch eine Sauna genießen kann. Ja? Ja. Ja, mach doch an! So, also ist der Campingstuhl gemütlich, du sitzt ja quasi nur da drauf. Ja, der ist gemütlich. Aber der ist nicht für alle Gewichtsklassen etwas. Also Tim kann sich das safe nicht draufsetzen. Nee, eigentlich wirklich stabil. Ja! Ja, Spiel und Spaß. Oh, oh, shit, Bro. Ich nehme eine entspannte Sauna. Es wäre so geil, wenn diese Klappe hier aufgehen würde und dann käme einfach sein Schwanz da raus. Das geht auf und hier kommt einfach sein Pimmel. Oh, oh, Junge. Leute, Finn, danke schön. Ich bin tief entspannt. Oh, fuck, so Alter. Oh, ja, ja, ja. So. Du siehst ein bisschen aus wie so ein wütender Zwerg. Ja, wenn die so lang kommen. Ha! Ah. Ich meine, man kann da so zweit reingehen. Ich glaube, man muss das eigentlich so reinmachen. Ich glaube, dann kommt Ah, Junge! Deutsche Transformer, Real Talk! Oh, Digga! Moment. Herzlich verwandt! Oh, fuck! Du! Das ist cool. Ja, du bist weg. Ja, Moment, der Stuhl hat nachgegeben. Dieser kleine Scheißstuhl! Dieser. Ah, Junge! Dieser kleine, lächerliche Scheißstuhl! Dieses kleine Müllding, Digga! Ich muss einfach reinfilmen. Ja, das ist okay. Ja, weißt du, theoretisch. Ah, mein Arsch! Also theoretisch kannst du da mir den Schlauch entgegengeben und ich neben die Sauna hier im Sitzen. Ja? Okay, oh. Dann machen wir das so. Ich bin tief in der entspannt. Ah ja, Butter, Käse, Milch. Gib mich jetzt, ich will den Alkohol sprechen. Digga, Junge, was schaue ich mir hier gerade an? Das ist eines der besten Videos aller Zeiten. Jetzt gibt es mir. Das Bier. Alter. Mobile Klapse. Schatz. Überall geht mein Reißverschluss auf. Okay. Ja. Ja. Ach, da gibt es. So, also das Ding ist eingestöpselt. Was ist das denn? Ach, das ist die Sauna. Das ist die Sauna. Hier drin. Muss noch gucken, wo der Anschluss ist. Jan ist hier gerade. Ich will, dass Trimax sich auf diesen kleinen Stuhl setzt. Ich kaufe dieses Ding nur, damit Trimax sich auf diesen Stuhl setzt. Hallo. Sein Verlies. Nein, Schatz. Nein. Also Jan merkt irgendwie nichts, Freunde. Ich habe jetzt das Ding angeschlossen. Auch das ist aber schade, ich hatte so große Hoffnung in das Teil. Nachdem der Rest nicht funktioniert hat, ist jetzt irgendwie alles verbunden, da kommt keine Luft raus oder so. Ja, Bro, nee. Check mal das, okay, Alter. Nee. Digga. Das ist kaputt, glaube ich. Digga, siehst du das nicht, du Idiot? Bro!
Check mal hier den Schlauch. Der ist geknickt. Natürlich kommt da nichts durch, du Idiot, Alter. Bruder. Digga, natürlich kommt da nichts durch, Alter. Oh mein fucking Gott. Giga über ultra lost. Giga fucking hyper scuff lost, Digga. Also triple lost, sein Vater, sein Urgroßsohn, sein Maschallah Ehrenmann. So, auf Fernsehen. Oh. Ja, jetzt ist es an. Aber es passiert Bro, nicht. Guck doch dieses Ding! Mann, Alter! Das ist so unfair, dass die 1 Million Abonnenten haben. Zwei. Vom Ergebnis, ob was passiert ist oder nicht. Mann! Leute, wir müssen euch leider enttäuschen. Wir haben es jetzt... Hat nicht geklappt. Wir haben es jetzt Bro. Locker 20 Minuten oder so laufen lassen. Richtig auf Wunsch bestellt einfach. Und das Ding zeigt die ganze Zeit immer haben noch die, das. Die haben das nicht an. Geändert! Steck! Ah, maybe ist doch kaputt, oder? Müll einfach. Naja, deswegen... Aber der Stuhl war immerhin gut. War nice für die Jokes. Null, ne? Nein, what the fuck? Du kriegst auch 10 Sterne. Aber ich will nicht 0 Sterne haben. 10 fucking Sterne. 10 fucking Sterne. Hallo. Was? Das muss die schlimmste Situation deines Lebens sein. Amir, ja, dankeschön für deine Woche, Bro. Alter, kannst du mich bitte rauslassen? Nein. Alter, der hätte das einfach. Wie hätte ich mehr Spaß? Hallo? Hallo! Wo schiebst du mich gerade hin? Oh mein Gott, ich bin... In Nirvana. Ich merke, der Würfel ist einfach aus dem Fenster, Alter. Bro. Alter! Oh, mein Kopf! Alter, Junge. Was macht der da? Was passiert da, Leute? Junge, nimm den Stuhl, verteidige dich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was machst du? Oh nein, Junge, komm da ganz schnell raus. Komm da raus, Bruder, komm da raus, bitte. Kann ich jetzt wieder rauskommen? Das ist einfach zerstört. Wir sind schon die ganzen Stangen entgegengekommen. Guck mal, der Campingstuhl, die Stangen und alles. Perfekt, Leute. Arschgeile Nummer, Digga. So viel dazu.